Das Lederratte. Nein, ich. Du kannst es nicht. Hä? Hast du keinen Mumm? Gibst du Leben? Übertreib es nicht, mein Süßer. Hier ist Leder, was brauchst du noch? Ja, Zucker, wenn du hast, hast aber keins. Nee. Ich brauche Papier. So. Du ba du ba du ba du. Komm mal her, Draco, ich will dir das mal zeigen, wie das so funktioniert. Die Höhle dort hinten leuchtet so gut. Wo bist denn du? Also komm her. Sind es jetzt 8? Ich baue alles auf, also ich chill mal. Aus, mein ich. Jetzt komm 7 her. sind es. Mach sie nur mit 7, mach doch mit 8. Na, beim 8. fließt es nicht mehr. Ah, stimmt, muss man 7. Siehst hier in der Ecke, siehst du, dann wird es halt einfach Das sind aber fortgerissen. 2. Das sind 2. Wenn du jetzt beim 8. machst, mach mal beim 8. Guck hier, macht einfach 8. Ja, ist doch egal. Nein, es geht. Das Wasser fließt 8, stimmt. Ja, ist Und schon das gut. steckt schon wieder. Du machst 1 zu 1 einfach mal Grundfarm Ey, was nach. ist auf unserem Dach? Ach, so ein Tisch. Jetzt habe ich die Bücherregal. Jetzt kann man bis 12 wahrscheinlich oder 13. Also jetzt könntest du schon mal enchanten für 13 Level. Also, ich werde noch ein paar Holz mitnehmen, dann gehe ich wieder meinen. Was brauchst du denn? Was brauchst du denn? Ich nehme einfach Holz mit, damit ich mir Werkzeuge machen kann. Ist doch egal welches. Ich habe jetzt einfach mal genommen. Also, noch eine Spitzhacke. Und ja, den Rest brauche ich jetzt nicht. Und ich gehe runter. Tschüss, ich tauche unter. Ja, komm nicht mehr wieder. Zugemacht. Sorry, momentan habe ich gerade etwas im Hals. Warte mal bitte kurz. Ich bin kurz AFK. Machen wir wieder Strip Mining. Irgendwo noch Lava. Muss ich dann schauen. Und Diamanten. Wie war das nochmals? Alle 24 Quadratmeter ein Diamanten. Da haben wir aber relativ viel gefunden schon. Diese kleinen Distanz meine ich. Nicht Zeit.
Ja. Ich habe so extrem viel über Minecraft gelernt von den Let's Plays, von Minecraft Day und so weiter. Und von Sparko Phoenix, der macht solche wie sagt man denn, Dinge, die du schon, die du noch nicht gewusst hast und so. Oder Dinge, die du gewusst hast. So, hey, ich komme zurück auf Dark Souls für Leute, die mich doch nicht kennen. Ich Du bin Schnauze. Halt die Gamesuchtcharakter. Fresse. Danke. Könntest du eigentlich mal einen wegstellen und dann na, plappert das aus. Es ist keine neue Session. Du darfst also nicht die, ne die Anmoderation nochmals wiederholen. Sonst geht's eins auf die Fresse. Heftig, hä? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bis du Okay, blutest. ich bin erreichbar unter der Nummer 015303808709. Hiermit ist 0, 1, das 8, Spiel. 0, 6 mal die 6. Ah, 6TV. Heute. Nur in unserem Let's Play. Ich zieh mich aus und Jihad blast mir einen. Ist es ein verfickter Ernst? Du machst hier eine Mine unter meiner Farm? Genau, ich kam da raus, sorry. Das Ich mach dachte ich dich schon, dünger, du dann wirst keine Bescheid weißt du. Sexwerbung auf meinem Kanal. Du Bescheid weißt, ich mach Bescheid weißt, ich mach's zu. Du machst doch zu, es ist ja nur ein Notausgang. Ja, aber ich mach nicht mit dich. Zerstör es doch mit deiner Jihad-Bombe. Drago! Fang nicht wieder an. Es wird mir hier zu viel. Terrorist. Fangst du wieder mit Good Old Words an? Ja. Pisser. Das war einfach cool. Ich sagte immer die ganze Zeit zu ihm Terrorist, weil Ding, er hat sich der Informant genannt. Dann habe ich mal angefangen mit der Terrorist und dann hat er sich so extrem wütend, also sehr Ah, aufgeregt. jetzt halt, stopp. Und das Jetzt habe musste ich. ich einfach als Running Gag nehmen. Weil eben Osten, also Naher Osten, Terroristen, oder? Es passt wie ein eins wie ein Auge, wie ein eins zum Auge, wie sagt man das Sprichwort? Nein, Schatz. Und dann ist es halt einfach, es ist lustig. Wir sind konkret, wir Schweizer haben noch nie Krieg gemacht. Wir sind konkret krass. Wir sind keine Kanaken. Ganz ehrlich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, in der Schweiz zu leben. Du willst keinen Krieg? Na, ich kann mir das nicht vorstellen, da zu leben in der Schweiz oder in Österreich oder so. Ich kann mir das gar nicht Wir vorstellen. haben sowieso eine Einwanderungsinitiative. Es wird sehr schwer in die Schweiz Ach so, kommen, das ja, heißt genau, nicht. ihr seid voll die Hurensöhne, wollte ich auch noch Wir mal sind sagen. voll die Nazis. Die Nazis. Nein, Nein. wir haben es so. Die Ausländer kommen in die Schweiz, bekommen einen Pass und dann nehmen sie den Schweizern die Arbeit weg. Wir verdienen nichts mehr und weil wir so extrem hohe Mieten haben, alles mögliche, alles extrem teuer ist in der Schweiz, werden wir eigentlich rausgeworfen aus der Schweiz, sozusagen. Und wenn jetzt die Ausländer weggehen, dank der Ausländerinitiative, bekommen wir also unsere Jobs wieder und uns geht es wieder besser. Das ist es. Und an erster Stelle eines Landes ist die Bevölkerung, die dort geboren ist. Also die Nationalisten. Also nicht diese Nationalisten, die Böses tun, sondern die halt national leben. Und natürlich, wir haben nichts gegen Ausländer, aber trotzdem, irgendwann muss das mal passieren. Ihr in Deutschland habt es noch gut, oder in Österreich, ihr habt noch nicht so extrem teure Währungen und alles Mögliche, sehr reiche Leute oder so. Bei uns in der Schweiz ist jeder Dritte superreich. Und das Bist ist du einfach. reich, wenn ich fragen darf? Nein, ich bin von den Armen noch. Dann will ich Deine, ja auch oder Geld sind deine verdienen. Eltern reich?
Nein, meine Eltern sind noch ärmer als ich. Ich dachte, sie sind reich. Ich bin der Reichste in der Familie. Also in der engen Familie. Nur mein Großvater war reicher. Wie viel hatte der? Ja, der war Holzfäller, der hatte als Forstlandwirtschaft dann noch extrem viel verdient. Ungefähr, schätzungsweise? Keine Ahnung, vor allem hat er einen riesen Bauernhof zahlen können und alles mögliche. Also schon um die Million. Naja, 100.000, mehr nicht. Ach du blödes Wasser, geh weg. So, eine Schlucht nochmal. Eine neue Schlucht. Unten im Süden hat es eine Wüste, oder? Und genau dort an der Grenze zwischen unserem Gebirge und der Wüste ist eine Schlucht. Okay. Schön. Und ein Stollen. Dupa, dupa, dupa. Diese Schönheit, die bist du. Dupa, 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 dupa. Wie siehst du eigentlich aus? Haare. Warte. Fresse. Nee, warte. Nase. Die Fresse. Nerv mich nicht. Sag doch, nerv mich nicht. Nee, nee, warte. Also, ich habe ganz kurz. Ich habe schwarze Haare. Blaue Augen. Sieht geil aus. Nee, was? Bin 1,78 Meter groß. Okay. Bei 70 Kilogramm. 13. Was noch? Hatte mein erstes Mal mit 7,5. Ja, ja, das mit, muss natürlich kommen. Nein, jetzt ohne Spaß. Draco Schwester. Nicht was. Du willst denn verpicken? Nein. Ja, nee. Die ist zu alt für dich. Viel zu alt. Hast du eine Schwester? Ja. Die alte Milch. 30. Ja, fast 30. Die ist 30? Nein, sie ist 30. Wenn ich sage, sie ist 30, dann meine ich sie. Krass. Ich finde keinen einzigen Waggon mehr. So eine alte Schachtel. Ja, Drago, geh doch nicht in meinen Minen, Digga. Hilf ihr doch mal mit oder so ein Scheiß. Wie gesagt, ich habe keinen Bock zu bauen momentan. Momentan hast du die Baulizenz. Nee, was mach denn für dich, du Schwuchtel? So. Dankeschön. Ich bin gerne eine Schwuchtel, aber nur für meinen PC. Holst du dann auch bitte Dings mit? Erde mit? Ja, ich habe schon 39 wieder. Aber ich farm sie jetzt nicht extra. Doch, bitte. Nein. Muss nicht sehr viel sein. Du machst ein Projekt, brauchst sehr viel Erde, dann verlangst du von mir Erde. Ja? 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 Genau so muss das sein. Okay, nein, jetzt wieder zurück zum Thema. Für die neuen Abonnenten und so werde ich mich kurz nochmal vorstellen. Ich bin jung. Nein, ich bin 26. Bin 1,87 groß. Schlank. Muskulös. Also, teils muskulös. Jetzt hast Nein, du wirklich. Nein, ich bin. Ich mache jeden Tag Bodybuilding, also halt die Schnauze. Bodybuilding mit deiner rechten Hand. Wir sehen uns gleich wieder.